Ja, nur wird das Neuplatzieren leider nichts bringen, da ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Heilpflanzen. Pause. Dass Heilpflanzen ja einen Mindestskill brauchen. Bis da. Und wir haben keinen, der diesen Mindestskill hat. Die Person ist nämlich tot. Wer ist da am nächsten dran? Gucken wir mal. Landwirtschaft 7, ja. 2229 Punkte fehlen noch. Bei dir ist es mehr, viel mehr, 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 mehr. Ja, also Anna ist da am nächsten dran. Gut. Hoffmann hat sich jetzt auch so einen Helm geholt, ja. Es wurde auch angemerkt, dass ich vielleicht mir mehr Gedanken darüber machen sollte, wie die Aufteilung ist zwischen Arbeitern und Kampftruppen. Weil wenn jetzt. Ich benutze ja eigentlich alle bis auf Anna zum Schießen. Allerdings, wenn Anna jetzt sterben würde, hätten wir ein Problem. Wir haben eine Backup-Anna. Ich glaube, die Backup-Anna war Kessa, oder? Nee. Tail? Tail hat schön viele Flammen. Nee, Medizin 8. Medizin 7. Medizin 11. Nee, ich glaube, du bist der Backup-Anna. Forschung und Medizin. Kochen. Kochen kann keiner, richtig? Doch, Kessa. Ja, okay, also eine Mischung aus Ilia und Kessa sind Backup für Anna, wenn Anna sterben sollte. Aber sie kämpft ja nicht. Was ist, wenn Kessa stirbt? Wenn Kessa stirbt, haben wir niemanden zum Forschen oder keinen guten zum Forschen? Könnte Ilia aber rausreißen und im Notfall auch Hoffmann. Ja, also Kessa. Kessa könnte sterben. Coffee ist unser Handwerker, der sollte nicht unbedingt sterben. Und kann auch gut mit Tieren umgehen. Keine geistigen. Coffee kann auch sterben. Tail. Kunst, Handwerk, Landwirtschaft. Tail darf nicht sterben. Tail wird ab sofort umbenannt. Ist das umbenennen? Ja, in. Tail. So, Tail darf nicht sterben. Anna. Umbenannt in Anna. So. Also Coffee kann sterben, weil mir die Sachen hier nicht gefallen. Ja, Handwerk ist halt nicht so schön, aber ja, zu viele andere Sachen, die das Ganze runterhauen. Ilia. Wie gesagt, ist nur ein Backup Anna. Kann sterben. Hoffmann. Hat keine Doppelflammen. Kein Wert, der wichtig ist, besonders hoch. Also Medizin ist wichtig, klar. Wir haben ja Anna. Also kriegt ihr auch keine Capital Letters. Nö. Also so habe ich jetzt aussortiert. Ab sofort darf Tail also auch nicht mehr mitkämpfen. Das heißt, Tail liegt. Wo bist du? Und du schläfst. Das heißt, Tail legt jetzt ihre Waffe ab und wird auch nicht rausgehen. Die wird erst zur Waffe greifen, wenn es wirklich, 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 wirklich eng ist. Also wenn draußen alle tot sind, alle Türme zerstört, die Gegner versuchen reinzukommen, dann wird sie auch was machen. Und so werde ich jetzt immer noch ein paar neue Leute dazu holen, auch wenn ich sie nicht mag, einfach nur, um mich besser verteidigen zu können. Und die Leute, die ich nicht mag, die dürfen dann kämpfen. Und die Leute, die ich mag, die dürfen drin bleiben. So unfair ist das einfach. Okay, ich bin wieder zu schnell. So, Tail, wo bist du? Da. Du spielst gerade Schach. Bist einigermaßen drauf. Ja, so. Jetzt holst du eine Stoffmütze. Dann kannst du kurz mal pausieren und das ablegen, das ablegen, das ab. Achso, es geht jetzt wieder alles nicht, oder? Boah! Ich habe ganz vergessen, was für Haare du hast. Erschreckt mich doch nicht so. Das auch noch ablegen. Und gleich die Kleiderordnung ändern. So, du. Wo war das? Das war nicht Beschränkung, ne? Das war Zuweisung. Ja. Anna ist Worker. Das mal alles löschen. Soldier fern, Soldier fern. Du bist ab sofort Worker. Und du bist Soldier fern. Genau. Also Tail und Anna sind jeweils Worker. Alle anderen sind Kämpfer. Was macht die da gerade?
Lea hat auch komische Haare. Kann es sein, dass das Helmtragen zu den komischen Haaren führt? Dass sie da irgendwie hin und her geschrubbelt werden und wenn man den Helm dann absetzt, dann boing, kommen die alle raus? Sehr komisch. Und habe ich dich nicht eben gerade zu einem Kämpfer angewiesen? Pause. Zuweisung. Ilia, Soldier Fern. Outfits verwalten. Soldier Fern. Ach so. Ja, die 51%-Regel. Antipsychofolienhelm. Nee. Schützt ein Cowboyhut überhaupt irgendwie irgendwas? Aber wenn nicht, kann ich die hier theoretisch auch raussortieren. Ich guck mal. Gehen wir zum Stockpile, gucken wir uns den Cowboyhut mal ganz genau an. Wir haben keine Cowboyhüte mehr. Eine Stoffmütze. Stoffmütze wird gar nicht schützen, oder? Doch. Hat einen Rüstungswert. Kein besonders hohen, zugegeben. Aber es könnte jemanden retten. Das heißt, wir lassen auch Stoffmütze und Cowboyhelm als zugelassen bei dem Fernkampfding. Gut, weiter. Anna ist fleißig am Kochen. Auch wenn das jetzt nicht so super essen wird, wegen den 62% hier nur. Hauptsache, wir haben erst wieder einen guten Vorrat. Und das ist auch ein Vorrat an nicht ganz so gutem Essen. Aber den hätte ich ganz gerne erstmal ausgebaut, bevor ich irgendwas anderes mache. Genau, leckere Mahlzeit kann ruhig mal auf 40 hoch. So, wenn der 40er Puffer fertig ist, dann wird da was anderes gemacht. Dann arbeitet Kessa gerade am Boden. Kessa. Achso, du gehörst jetzt zu dem Foul-Team. Ich wollte gerade sagen, trag lieber oder putz lieber, aber... Ah, dann macht das halt so. Schlacke einschmelzen wäre mir auch noch relativ wichtig, damit wir neue Helme herstellen können und Schutzwesten. Wir sind auch noch im Reinschleppen von dem anderen Zeug. Ja. Schlacke muss auch noch reingetragen werden. Leichenfall. Oh, was hast du denn da noch? Ich sehe Klamotten. Nicht, dass es wert wäre, dass irgendjemand da in den ganzen Leichenhaufen rein muss und total depressiv wird. Das ist schon okay. Was sagt die Nähmaschine? Nähmaschine hat ganz viele Aufträge. Aber wir haben... Doch, wir haben genug Stoff. Wer ist fürs... Oh, hofft man auch keine. Blip, blip. Blip, 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 blip. Hoffmann hat noch gar keine was? Keine Arbeitszuteilung. Was wollte ich vorher machen? Das mit dem Nähen. Schneider. Schneider ist Tail, die hat 8 Punkte und Coffee mit 9 Punkten. Coffee macht das bitte mal höher. Okay, Träger und Reiniger ist immer noch wichtiger. Das ist auch richtig so. Aber wenn das durch ist, sollte er sich anmachen, wieder Cowboyhütte und so weiter herzustellen. Tages am Putzen. Damit die alle nicht so grumpig sind. Wir bräuchten noch ein neues Licht hier vorne. Damit keiner in den Gang meckert. Dann wurde auch noch vorgeschlagen, dass wir hier eine Abtrennung machen. Dass das halt als extra Bereich zählt. Die Mine. Was eine gute Idee ist. Denn dann zählen die ganzen Brocken und Drecksachen auf dem Boden nicht für den Gang hier, wenn sie durch den Gang durchgehen. Biber. Oh, das heißt Fleisch, ne? Brauchen wir gerade Fleisch? Sind noch 450 runter. Ja. Markier die alle mal zum Jagen. Sind ja auch nicht ganz so weit weg. Wir haben einen Jäger ohne Fernkampfwaffe. Das wäre Tail. Tail habe ich das Scharfschützengewehr weggenommen, weil das Scharfschützengewehr lieber bei den eigentlichen Kämpfern landen sollte. Das heißt, wenn die gleich mal alle wach sind, in so 4-5 Stunden. Okay. Wenn 4-5 Stunden wach sind, dann sortiere ich mir ganz kurz die Waffen ein bisschen hin und her.
Achso, ein Problem hier mit der Tür wäre, dass die Türme dann hinter oder vor der Tür sind und dass man ein Ziel ein bisschen doof ist. Das heißt, ihr müsst den Türme einfach nach vorne versetzen, oder? Geht das? Ja, einfach dahin und da dann einen Gang machen. Also zwei Mauerstücke und eine Tür. Stromversorgung sollte dann trotzdem über den Schalter laufen. Okay. So, du schnapp dir bitte mal das Scharfschützengewehr. Dann haben wir jetzt wie viele Leute mit Scharfschützengewehr? Eins. Tail hat gar nichts. Ja, Tail, schnapp dir bitte das gute Ding ins Gewehr. Das heißt, wir haben jetzt ein Plasmagewehr, zwei Plasmagewehre, drei Plasmagewehre und zwei Scharfschützengewehre. Ist eigentlich eine gute Quote, würde ich sagen. Weil nur Scharfschützengewehre, selbst wenn ich es könnte, was momentan nicht der Fall ist, aber selbst wenn ich es könnte, wäre es nicht so wirklich toll, weil auf Distanz schön und gut, aber wenn jetzt irgendein Nahkämpfer direkt vor uns steht, dann bringt ein Scharfschützengewehr nicht ganz so viel, weil man wird totgeknüppelt, bevor man ein, zwei Mal schießen kann. Und ich höre schon ballern. Wo? Da. Piu, piu, piu. Ja, du kriegst dein Skill, ist okay. Wenig Medizin kann ich leider nicht ändern. Das heißt, ich müsste theoretisch bei der nächsten Karawane Medizin anfordern, was ein bisschen peinlich ist. Oh, mir fällt ein, ich bräuchte auch ein neues Radio-Ding. Nee, unter was war das? Eine Funkanlage. Damit, falls mal Raumschiffe vorbeikommen, dass wir die auch erwischen. Beacon ist ja noch da irgendwo begraben, ne? Orbitales Funkfeuer, ja. Hat leider nicht alles mit drin, müsste also da neu aufgebaut werden. Wir brauchen zwei, ne? Ja. Bau bitte noch eins da. Brauch 50 Stahl und ein Bauteil. Na, lässt sich nicht ändern. Genau, was mit unseren Insassen eigentlich? Anwerbungsgespräch ist an. Ist an. Bisher aber kein Glück. Und ich denke, die werden auch nicht wirklich positiv von ihrem Raum beeinflusst sein. Weil es alles mittelmäßig, durchschnittlich, neutral, etwas geräumig und leicht verschmutzt. Ja, hier ist es schlimmer. Hier ist es hässlich und verschmutzt und langweilig. Hey. Wir haben aber schon jemanden, der sich darum kümmert, oder? Aufseher, Anna. Kümmern sich ja primär ums Kochen. Nee, mach bitte primär. Lass mal so rum. Primär. Also Schalter drücken, Feuerwehr, Arzt und so weiter. Wenn sie das nicht macht, dann ist sie Aufseher. Wenn sie keine Aufseherfunktion hat, also keine Anwerbungsgespräche, dann kocht sie. Wenn sie nicht kocht, macht sie Landwirtschaft. Und dann erst die restlichen Sachen. Vier. Oh, das kannst du auch mal auf drei machen. So. Damit wird das auch ein bisschen fein getuned. Haben wir schon ein paar Biber gekillt? Ja. Oh. Oh. War das schon immer Stahl? Oder ist das Gestein nach und nach zu Stahl geworden? Wahrscheinlich nicht. Du bist verrottet. Okay, schau. Ja, also das kann dann abgebaut werden, wenn jemand die Zeit und Muße dafür hat. Du wirst auch noch gejagt. Genau, gucken wir mal hier. Anna, du... Oh, du wirfst ihm nur was zuerst auf den Fußboden, anstatt zum Tisch zu stellen. Das könnte allerdings daran liegen, dass da kein Stuhl ist. Doch, es ist ein Stuhl da. Aber auf dem Stuhl ist ein 2 Zentner Steinbrocken. Was das drauf sitzen ein wenig schwierig machen könnte. Arbeitet jetzt weiter an deinen 40 leckeren Mahlzeiten. Wie viele Mahlzeiten haben wir jetzt gerade? 26. Ja. Forschung anschmeißen würde ich jetzt ungerne. Weil wir haben so noch genug zu tun. Die Hydroponik-Geschichte habe ich schon, oder?
Tiefenscanner. Erforscht. Mikrokulturen. Ja, habe ich. Soll aber ein bisschen frickelig sein. Und ich bräuchte dafür erstmal Platz. Aber ich könnte hier im Gang machen, oder? Nee, da sollten noch zwei Zimmer hin. Gefängnis. Nee. Also ja, frickelig wegen den Temperaturen. Also ich hätte es ja eigentlich ganz gerne, dass das Feld, wo die Sachen abgebaut werden, bei 0 oder minus 1 Grad ist, damit die Sachen nicht vergammeln. Das heißt, wenn geerntet wird und die Sachen auf dem Erntefeld liegen bleiben, dass sie nicht schlecht werden, so wie hier draußen. Aber es könnte sein, dass bei 0 und minus 1 Grad die Sachen halt nicht wirklich wachsen. Da müsst ihr ein bisschen rumdoktoren mit. Ich kann jetzt erstmal schauen, wo genau das überhaupt drin ist. Temperatur? Raumschiff kann ich nicht. Ist das vielleicht ein Boden? Nee. Sicherheit. Künstliche Sonne, die brauche ich auf jeden Fall, damit Pflanzen wachsen können, genau. Sehr gut zum Entspannen. Ha, das wäre auch noch ein Luxusding, das wir in die Zimmer packen könnten. Ich habe mal momentan erstmal K.O.-Hüte machen. Achso, und Teufelsgarn wollte ich auch noch anpflanzen, aber dafür bräuchten wir... Naja, 10 Fähigkeit. Wir können auch nicht mal die 8er Sachen machen. Ich bin praktisch. So, weiter gucken. Produktion. Hydrokulturbecken. Ach, Krematorium wollte ich auch noch. So viel zu tun. Ich könnte in jedem Zimmer eine Hydro... Nein. Sollte schon wirklich einen Raum explizit dafür haben, oder? Damit ich es auch ordentlich abtrennen kann wegen Temperatur und nicht einfach in den Gang hauen. Das brauchst du ein so ein Becken. So ein Hydrokulturbecken kostet 100 Stahl und ein Bauteil. Ja. Das geht schon alles, aber tolles Besonderes. Feuer ist gleich wieder weg. Ich hoffe mal, die Kabel gehen dabei nicht kaputt. Schaut okay aus. Wir haben übrigens keine Türme. Also wir haben zwei. Sollte auch noch dran gearbeitet werden. Oh, warte mal ganz kurz. Bevor du das Feuer da austrittst, was du gar nicht musst, weil es regnet. Pausier mal. Hier, angeschossen von Hoffmann, 16%. Deckung 87%. Mal dahin. Angeschossen von Hoffmann, 5%. Deckung 35%. Stopp 65%. Also Deckung scheint wirklich sehr gut zu funktionieren bei den Dingern. Ja. Okay. Habe ich noch irgendeinen Turm, der keine Deckung hat? Ich glaube nicht. Oh, doch, hier hinten. Okay, geh mal dahin. Bleib hier weiter weg. Ist das so niedriges Trefferchance? Ist okay. Also den Turm, da hätten wir nur mit 7-10% treffen können. Was echt wenig ist. Also gut, du schießt doch dreimal, aber trotzdem ist es echt mau. Hier drüben... Keine Deckung. Das ist aber auch nur 8%. Okay. Also die Trefferchance scheint davon nicht so stark beeinflusst zu sein. Kann ich mal aufhören. Die Trefferchance scheint davon nicht so stark beeinflusst zu sein. Aber vielleicht gilt der Treffer dann auch für den Sandsack. Und noch was gucken. Geh dahin. Dahin. Also, dass es dann so funktioniert, er schießt, er trifft und dann wird geguckt, trifft er den Sandsack oder trifft er das Ding. Weil da stand, genau, Deckung 61%, Sandsäcke stoppt
65%. Und jetzt hat er sogar zwei Sandsäcke, weil da die beiden wahrscheinlich zählen. Ja, jetzt habe ich schon so 5% runter. Okay, damit ist es geklärt. Zip. Alle Türen bekommen immer Sandsäcke.